Niklas Wolter heiße ich. Mein Name ist Maximilian Heu. Ich bin Moritz Rüttner. Ich komme aus Potsdam, genau genommen aus Babelsberg. Ich wohne hier in Großbern, also auch wo die Niederlassung ist. Ich komme aus Ludwigsfelde und mache meine Ausbildung bei Firma Spitzke, so als tiefer Facharbeiter, Schwerpunkt Gleisbau. An sich war es ein echt geiler Zufall. Ich bin morgens hier im GVZ, wo wir gerade sind, joggen gegangen und hatte dann am Tag den Aushang gesehen für Tag der offenen Tür. Dachte mir, schaue ich mir das Ganze mal an. Das, was mich angetrieben hat, zur Spitzke zu kommen, ist meine Liebe zur Bahn, die ich schon seit Kindesalter habe. Dieses Hobby Bahn entwickelt habe und das einfach mein Leben jetzt ist. Was für mich auf jeden Fall klar war, ist, dass ich irgendwas draußen machen will. Also Büro und so wäre auf jeden Fall nichts für mich gewesen. Körperliche Arbeit an der frischen Luft ist mir sehr wichtig. Ich habe damals nicht genau gewusst, wo ich hin will. Und dann dachte ich mir, ich habe mich früher schon mal ein bisschen für Eisenbahn interessiert, weil ich es krass fand, wie schnell und wie stark und wie viel. Dann dachte ich mir, komm, dann fange ich an, die Gleise für die zu bauen. Und dann ging die erste Bewerbung direkt zur Spitzke und dann wurde ich auch angenommen. Das Tolle ist, dass es bei Spitzke sehr, sehr viele Ausbildungsberufe gibt. Wir haben auch selber hier einmal im Jahr den sogenannten Azubi-Tag, wo die ganzen Abteilungen da sind, wo man sich informieren kann. Und das ist einfach total gut. Die Bindung an die Firma, würde ich persönlich sagen. Und das versucht für wirklich sehr viel miteinander zu arbeiten. Also ob es jetzt der Chef, sage ich mal, ist, also wirklich der Niederlassungsleiter, der uns, sag ich mal, uns Azubis immer noch mal Hallo sagt oder man sich mal auch mit dem unterhalten kann. Oder ob das jetzt einfach unser Ausbildungsleiter ist. Also es ist ein sehr gutes Miteinander. Das Besondere bei Firma Spitzke ist, dass man einfach, also dass die Azubis willkommen sind und auch wirklich sich mit dem beschäftigt wird. Man kann, wenn man Probleme oder Anregungen hat, immer zu seinen Vorgesetzten gehen und dann werden auch sofort möglich alle möglichen Lösungen gefunden, um das zu machen. Es ist wirklich total wundervoll, wie man sich mit allen Leuten versteht. Hätte man eine zweite Familie bei Spitzke. Also wir machen TV-Facharbeiter im zweiten und dann könnten wir, wenn die Schule sagt, jo, der kann es, dann können wir auch noch Gleisbauer, also als Erweiterung machen. Und Ziel ist an sich wirklich selber, dass wir bei Spitzke und die drei, also unsere drei Lehrjahre, so selbstständig wie möglich arbeiten, damit jeder vom anderen Lehrer was lernen kann. Dass die im dritten Lehrjahr, sage ich mal, vielleicht gewisse Sachen uns nochmal erklären können, weil man dadurch einfach die Inhalte selber nochmal besser versteht, wenn man die vielleicht auf eine andere Art und Weise rüberbringen muss. Am meisten Spaß? Das ist eine schwierige Frage, ist, glaube ich, das Kommando zu übernehmen. Also die Leute ein bisschen einzuteilen, sagen, hier, kommen wir ein bisschen Druck, wir müssen mal das noch fertig kriegen und einfach ein bisschen die Leitung zu übernehmen. Meine Pläne sind eigentlich, um dann später, also entweder zum Baggerfahrer, also zwei Wege Baggerfahrer, oder halt direkt schon, wenn man richtig ernst nimmt, dann zum Polier. Also ich möchte auf jeden Fall später ein bisschen was halt in der Hand haben, dass ich sagen kann, okay, das habe ich geschafft alles, ich habe eine große Perspektive. Nach meinem erfolgreichen Abschluss des Gleisbau-Facharbeiters geht es weiter zum Triebfahrzeugschein, den möchte ich auch noch gerne machen, damit ich auch selber Züge fahren kann bei Spitzke und dann auch selber mal diesen tollen Zwei-Wege-Bagger fahren kann. Also auf jeden Fall erstmal meine Ausbildung fertig machen, das sollte auf jeden Fall sein, dann Werkspolier oder Maschinenschein auf jeden Fall machen und am Ende Ziel ist mein Baucontainer, dass ich dann Bauleiter bin. Also bei Spitzke habe ich definitiv Perspektiven weiterzukommen und ich denke auch, dass es definitiv so klappen wird, wie ich es mir alles vorstelle, weil die Firma einfach nur gut ist. War perfekt eigentlich. Also ich kenne keine bessere Firma. Auf jeden Fall würde ich bei Spitzke bleiben. Ich habe mich umgehört, auch bei vielen. Und mir wurde bis jetzt von jeder Seite nur bestätigt, dass es hier ein absoluter Glücksgriff ist und dass ich froh sein kann, dass ich hier meine Ausbildung machen kann. Ich habe noch viele Pläne.